Hallo zusammen, ich bin Jafar. Wir stehen gerade vor dem Bauernhorst an Tafel. Heute beim zweiten Türchen von Nahes Herr Adventskalender werde ich euch zeigen, wie man zaubert weihnachtliche Symbole auf dem Kaffee. Am Ende des Videos könnt ihr noch was gewinnen, dazu später aber mehr. Ich arbeite seit 10 Jahren in diesem Bereich, im Kaffeebereich. Ja, ich arbeite als Chefbarista in die GmbH Bornhorst Antafel. Das ist in Kiel. Dazu gehört dann Bakelit und Resonanzkaffee und Bornhorst Antafel. Ich werde heute euch zeigen, wie man weihnachtliche Symbole auf dem Kaffee malen kann. Ich habe gedacht, wir machen heute einen Schneemann. So, für Motive auf dem Kaffee zu malen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Milchkanne und Kaffee auf jeden Fall. Es wäre gut, wenn wir eine Kaffeemaschine zu Hause haben. Das muss nicht so groß unbedingt wie das sein. Klein reicht auch. So, wir machen jetzt erstmal einen Shot. Ich benutze jetzt Guatemala. Den habe ich nicht geerntet, aber selber geröstet auf jeden Fall. Und da freue ich mich jetzt mal, wenn ich das mache, weil ich weiß ganz genau, wie das schmeckt und wo das herkommt. So, bei Milchschäumen ist wichtig auf jeden Fall, dass dein Schaum hier rollt. Und dass man nicht so viel Blasen in der Milchschaum hat. Beim Milchgießen muss man die Ruhe bewahren. Also ruhige Hand ist ganz wichtig. So, erstmal gießen wir ein bisschen hoch. Und beim Malen müssen wir ein bisschen näher sein. Also 2 und 3. Hand. Und jetzt machen wir sein Mimik, Näschen und seine Augen, ein Lächeln im Mund auf jeden Fall, weil ein Schneemann kann nur lachen, trotz der Kälte. Und das war's. So, ich habe zwar keinen Bus auf den Kaffee gemalt, aber dafür weiß ich, wie man mit dem Bus und Zug zur Antafel kommen kann. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Und zwar, entweder fährt er mit dem Bus zur Bushaltestelle Schauspielhaus und mit dem Nummer 11 und 12, 13 und 744. Oder er fährt mit dem Bus zur Wrangelstraße mit dem Nummer 32. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Übrigens, ihr könnt was gewinnen, und zwar dieser Kaffeepaket, und dafür verlosen wir 5 Stück. Dafür müsst ihr nur in den Kommentar schreiben, was ist euer Lieblingsmotiv. Ich wünsche euch einen schönen Advent und bis bald auf dem Kaffee.